Hallo, willkommen beim Tausendbecker Report. Heute mit dem Thema Goldaktien, die großen Gewinner der Inflation. Disclaimer. Goldaktien, die großen Gewinner der Inflation. Die Inflationsraten sind bereits angestiegen und ein Ende scheint noch nicht in Sicht. Die Zentralbanken haben seit Jahren die Geldmengen exponentiell vermehrt und seit einigen Monaten fängt die Inflation an, stark zu steigen. Es ist natürlich nicht in der Ukraine, was die Medien weismachen wollen. Es waren stets die Zentralbanken, die alleine dafür verantwortlich sind, die Staatsschulden mit immer mehr Gelddruck aufzufangen. Denn der Zinseszins ist naturgemäß der Tod jeder ungedeckten Papierwährung. Wenn wir uns jetzt anschauen, dass die Inflation auf einen 43-Jahres-Hoch gestiegen ist, also so hoch wie 1979, müssten wir davon ausgehen, dass die Politik des billigen Geldes aus dem Nichts in seine finale Phase eingetreten ist. Denn das System kann den Schuldenberg nicht mehr zurückzahlen. In solchen Krisensituationen suchen die Menschen nach Sicherheiten durch die Erinnerung an die Weimarer Hyperinflation 1923 wissen sie, dass Gold und Silber als sicherer Hafen fungiert. Also wird die Nachfrage nach Edelmetallen auch jetzt weiter ansteigen, was den Preis weiter nach oben treiben wird. Da wir noch in der Frühphase dieser Inflationsgeschehen sind, sollten Anleger nicht nur Gold und Silber, sondern auch in gute Goldaktien investieren und erst einmal diese Gewinne mitnehmen und davon noch mehr Gold und Silber kaufen zu können. Gold- und Silberaktien, teilweise sind enorme Ausbrüche zu beobachten. Seit November 2021 sind Goldaktien teilweise enorm gestiegen, wie dieses kolumbianische Explorationsunternehmen zeigt. Sehr bald dürfte diese Aktie einen Dollar übersteigen und ein Goldpreis von 2500 Dollar könnte diese Aktie Richtung 5 bis 10 Dollar bringen. Nun stellt sich die Frage, gibt es noch Nachzügler, die den Anstieg vor sich haben? Sehen Sie hier vom 17. November 2011, das ist alles dieselbe Aktie, wo die damals noch gestanden hat, bei 20 Cent. Da habe ich damals ein Video drüber geredet und jetzt ist die sage und schreibe auf über 80 Cent gestiegen. Ein enormer Anstieg genau seit November. Und da sehen Sie auch das langfristige Chart. Das hat in der Vergangenheit sogar Wert von 20 bis 50 Dollar angenommen. Nun ist die große Hoffnung, dass diese Aktie dann früher oder später den 1-Dollar-Bereich übersteigt. Und dann, wenn Gold Richtung 2300 Dollar, 2500 Dollar oder höher geht, dass wir irgendwo mit ganz, ganz großem Glück in den Bereich von 5 bis 10 Dollar kommen. Und das ist dann ein enormer Gewinn von diesem ursprünglichen Preis, wo man sie aufsammeln konnte. Von dieser Aktie habe ich, das wissen die Subscriber, sehr oft gesprochen, konnte man irgendwo zwischen 10 und 20 Cent aufsammeln. Hoffen wir, dass das auch so eintritt. Eine Garantie gibt es dafür nicht, aber augenblicklich sieht diese Aktie sehr vielversprechend aus. Es ist eben eine Aktie mit Superlativen. Sie haben eben sehr große Gebiete in Kolumbien, was Kupfer, Silber, Gold betrifft und Peru. Also das könnte wirklich sehr interessant sein und das könnte der Markt bewerten. Und vielleicht steigt es ja in den Bereich 5 bis 10. Und das ist genau das Ziel, warum wir in Goldaktien investieren. Wir wollen in solche Aktien investieren und überproportional vom Goldanstieg profitieren. Wie gesagt, jetzt ist noch die Frage, gibt es noch Nachzügler, die eine ähnliche Performance aufweisen könnten? So, welche Goldaktien könnten sich ähnlich entwickeln? Also meines Erachtens in dieser Phase, vor der wir stehen, müssen es irgendwo Goldaktien mit Superlativ Tiefen sein. Zum Beispiel diese drei Goldaktien, meiner Meinung nach, könnten sehr interessant werden. Nummer eins, also links, von links nach rechts, Goldprojektgenerator mit großer Lagerstätte in Yukon, Kanada. Dann in der Mitte Projektgenerator mit großen Explorationsportalen Quebec und Projektgenerator ganz rechts mit einem sehr großen Explorationskanal in Britisch Columbia. Was ist an diesen Aktien ähnlich? Sie sind alle in einem sehr guten Rechtsgebiet. Das ist eben noch Kanada in erster Linie. Zum anderen haben sie überall Superlative drin. Und dieser Mix könnte beim Gold von
2500 ein ähnliches Phänomen auflösen. Also natürlich erstmal, dass sie wieder Richtung 1 Dollar relativ schnell hoffentlich gehen. Also vielleicht, wenn Gold bei 2000, 2001 ist und dann in einer Mania-Phase, die wir vermutlich bei 2,4, 2,5 erleben, dann Richtung 5 bis 10 Dollar gehen. Und das ist genau das Ziel, solche Aktien zu identifizieren. Ich nehme mal an, großartige Verluste wird es in dieser Phase wirklich von diesem Goldanstieg sehen, sowieso nicht geben. Das heißt, sie können entweder, die bleiben im schlimmsten Fall gleich oder steigen im Moderat, aber einige davon könnten eben auch performen wie die vorhin gezeigte Aktie und dann in der Mania-Phase absurd hohe Werte annehmen. Ja, das ist das Ziel, warum in Goldaktien investieren. Und ich denke, es gibt eben noch einige Aktien, die performen könnten, wie die vorher gezeigte. Das sind noch Sonderfälle. Das sind erste Aktien, die Stimmung ist immer noch schlecht. Aber Sie sehen bei Goldaktien hier auch, der Boden ist in jedem Fall gefunden. Von da kann es eigentlich nur noch aufwärts gehen. Tausend-Becker-Reporte versuchen solche Aktien zu identifizieren, sie noch moderaten, hohen und sehr hohen Risiko zu ordnen und berechnen den Potenzialfaktor. Eine Exit-Strategie ist auch dabei. Gold und Silber einlagern. Das ist ein Unternehmen, das ist auch in Krisenzeiten immer an Gold und Silber gekommen, ganz einfach ohne irgendwie eine Mindestkaufsumme überweisen. Sie haben ihr Geld eingelagert in der Schweiz, können es jederzeit verkaufen, sind sehr günstig meines Erachtens. Wenn Sie physisches Metall kaufen, gehen Sie erst, bevor Sie irgendwelche Internetwerbung oder YouTube-Werbung hören, gehen Sie einfach auf www.gold.de. Da werden im Allgemeinen die günstigsten Preise aufgezeigt. Weiter finden Sie noch einige nützliche Informationen. Mit welchem Broker können Sie arbeiten? Mit welchem Broker in der Schweiz? Einige Informationen zu Goldaktien, zu Charts und weitere interessante Informationen. Wir haben auch einen Stammtisch jeden Mittwoch in Olten. Sagen Sie einfach vorher Bescheid, wenn Sie vorbeikommen wollen. Ja, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich würde Sie bitten, meinen Videokanal zu abonnieren, wenn Ihnen das Video gefallen hat. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit noch einmal und bis zum nächsten Mal.